Zum Gehör bitten, verstehen natürlich alle Freude auf dieser Welt. Das kann ich dazu sagen. Wir haben das Endergebnis vorliegen. Amtlich ist es noch nicht. Aber die Frau Eckes, Barbara Eckes, hat gewonnen mit 49,69 zu 37,31% der Stimmen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Eckes. Wir drei gemeinsam zum Gratulieren kommen, aber wir wollen allen noch was sagen, das ist ganz einfach so. Auch ich als scheidender Bürgermeister möchte das tun, als Gemeindewahlleiter herzlichen Glückwunsch. Zum ersten Mal eine Bürgermeisterin in Frankenberg. Denn als nächstes hätte ich jetzt gesagt, die erste Bürgermeisterin im Landkreis. Natürlich diese Freude, deshalb ist das alles gut. Auch Björn, dir vielen Dank für das Mitmachen, fürs Mit-Dabei-Sein. Die letzten zwei Wochen waren sicherlich, als wir vor 14 Tagen hier standen, relativ interessant und spannend.
Ich will ein Thema aber auch ansprechen, was mich persönlich berührt. Das Thema ist, es ist im Rahmen des Wahlkampfs eine Spaltung geschehen zwischen Kernstadt und zwischen Stadtteilen. Das ist eine Aufgabe, die ich sicherlich die nächsten 5 Monate noch mitbearbeiten werde, weil wir sind nach der Gebietsreform eine Stadt mit 13 Stadtteilen. Das ist mir ganz wichtig. Und ich hoffe, dass wir dort in den nächsten Wochen auch wieder Ruhe hineinbekommen werden. Das liegt mir persönlich am Herzen, denn es ist nichts Schlimmeres, als wenn man gegeneinander arbeitet. Es ist immer wichtig, dass man füreinander arbeitet und freue mich deshalb auch, dass einige Kollegen mit dabei sind. Ich glaube, ihr könnt mir das bestätigen, denn das ist das Wichtigste, unsere Städte zu entwickeln als Gesamtstädte. Das liegt mir am Herzen. Ich kann dazu sagen, Frau Eckes, ich biete Ihnen die offene Hand an. Wir können uns gerne morgen sofort treffen. Ich würde morgen Nachmittag oder morgen Abend. Also jetzt muss ich natürlich mal eines sagen und auch ein bisschen streng sein. Man darf feiern, aber da muss man auch arbeiten. Genau. Das war immer meine Devise und das werde ich auch bis zum 31. März tun, meine Damen und Herren. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Sie bekommen schon alles gefunden. Ja, liebe Frau Eckes, sehr verehrter Herr Jäger, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein spannender Wahlwettbewerb geht zu Ende, vor allem wenn man ihn in Gänze betrachtet. Der erste Wahldurchgang knapp an 2. Die Wählerinnen und Wähler haben für sich 2 Kandidaten entschieden, die sie genau in den Blick genommen haben. Wie immer kann nur einer gewinnen. Heute haben wir die Entscheidung gesehen. Ich möchte aber beiden herzlich Danke sagen für den engagierten Wahlkampf. Davon lebt die Demokratie und es ist auch wichtig so, dass wir gute Angebote auch haben. Das hat für mich der Wähler auch toleriert, weil wir auch heute für beide Kandidaten ordentliche Ergebnisse gesehen haben. Frau Eckes, die Farbe stimmt, habe ich nicht vorweg geahnt, das will ich gerne zugeben. Ich darf Ihnen herzlich gratulieren im Namen des Landkreises. Sie haben was Historisches geschafft, bestimmt. Die erste Frau in der Funktion eines Wahlbeamten im Landkreis Waldeck-Frankenberg, eigentlich überfällig. Insoweit lassen Sie da sicherlich Pionierarbeit. Sie erwartet eine herausfordernde Aufgabenstellung. Da wünsche ich Ihnen viel Tat und Schaffenskraft, die Sie sicherlich auch benötigen. Vor vielen Herausforderungen stehen Sie, aber Sie bringen vieles mit. Sie bringen eine gute Unterstützung mit, Sie bringen Know-how mit, Sie sind bestens vernetzt. Und und da gilt eben auch der alte Satz, Stadt steht nie still. Nachdem der Rüdiger aus dem Amt scheiden wird, wird eine Barbara Eckes die Geschicke der Stadt Frankenberg auch leiten und da begleitet sie unsere allerbesten Wünsche, denn die sind nicht ganz selbstlos. Das will ich an dieser Stelle nicht verhehlen. Die Stadt Frankenberg ist für den Landkreis nicht so ganz unwichtig. Immer dann, wenn es im Mittelzentrum gut geht und der alten Kreisstadt in besonderer Weise, geht es auch dem Landkreis gut. Das ist für uns ein wichtiger Messer. Wir bezahlen die Kreis- und Schulumlage, will ich den anderen nur sagen. Keine Zwischenrufe von der Seitenlinie bitte an dieser Stelle. Wir wollen die Stimmung ja nicht einfrieren. Ich kann Ihnen die allerbeste Zusammenarbeit anbieten. Ich weiß, das werden Sie sehr gerne auch aufnehmen. Das Gute ist, wir haben bereits eine Arbeitsebene, müssen die gar nicht erst kreieren, sodass Sie auch sehr zügig dann in die Themen auch einsteigen können, was auch vonnöten ist. Auch wenn es vermutlich nicht gleich Montagmorgen sein wird, aber zeitnah danach wäre das Gespräch bei mir dann auch ein wichtiger Termin. Herzlichen Glückwunsch, haben Sie toll gemacht, alles Gute für die Zukunft. Im Namen der Bürgermeisterrunde, da hinten stehen so ein paar Lumpen rum, da hinten in der Ecke sind sie. Die können schon mal winken, da wissen sie, was auf sie zukommt, Frau Eckes. Aber vielleicht klären wir jetzt erstmal ein formelles. Die Bürgermeistertaufe. Ja, das kommt noch. Die wollen Sie nicht abschrecken. Nein. Das ist noch ist alles frisch, mein lieber Rüdiger. Ja, der Rüdiger Hess kann es nicht lassen, der kommt alles von der Seite. Die liebe Frau Eckes, eins zum Formellen. Bei uns in der Runde, da duzen sich alle. Wir sind wahrscheinlich ein Alter circa, ne? In dem Sinne bin ich der Hinweis. Liebe Barbara, herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl. Herzlich willkommen bei uns in der Bürgermeisterriege. Jetzt Bürgermeisterinnen und Riege. Sie werden unsere muntere Runde sicherlich schnell mögen lernen. Wir sind eine taffe, eine gute, eine nette Runde. Und mein lieber Rüdiger Hess, alle Kreisangehörigen, Städte und Gemeinden zahlen ja irgendwie Kreisumlage und Schulumlage, also nicht nur die Stadt Frankenberg. Aber auch lieber Björn, dir für den engagierten Wahlkampf
herzlichen Dank für das Engagement. Es war ein Wahlmarathon in den letzten 14 Tagen vor allen Dingen nochmal. Am Ende des Tages ist das so. Ja, es wird eine Siegerin oder einen Sieger geben. Es gibt einen, der im Endkampf mit dabei war, der leicht unterlegen ist. Es war lang ein spannendes Rennen am heutigen Abend. Am Ende dann doch schon in der Tendenz ein sehr eindeutiges Ergebnis. Und in dem Sinne, Frau Eckes, liebe Barbara, ne? Okay. Möchte ich Ihnen oder dir einen guten Start wünschen. Vor allen Dingen, und das meine ich jetzt sehr ernst, der Rüdiger Hess hat es ja eben angesprochen, stets in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir leben, ein glückliches Händchen, was Sie brauchen, mit aller Unterstützung von allen Beteiligten für die Bürgerschaft der Stadt Frankenberg. Und die herausfordernden Zeiten sind so herausfordernd, dass ich an der Stelle den Hinweis geben möchte, die Stadt Frankenberg in bewährter Weise weiter zu entwickeln und nach vorne zu bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch liebe Gremienmitglieder, die hier anwesend sind, das geht gemeinsam mit neuer Bürgermeisterin, mit den Gremien im Einvernehmen, aber auch mit der Stadtverwaltung, mit den Beschäftigten. Und in diesem Sinne, da drücke ich allen, die jetzt tatkräftig dann auf den Weg sich machen, die Daumen, zusammen in Einvernehmen hier und da hart zu diskutieren und auch vielleicht mal sich zu bearbeiten, aber am Ende immer eins im Sinn zu haben, das Beste für die Stadt und für die Bürgerschaft am Ende auf den Weg zu bringen. Darum geht's. Das ist jetzt der Job und es ist verdammt nochmal teilweise nicht so ganz einfach im Augenblick. Es sind viele Herausforderungen, die wir haben, aber ich glaube, es gibt ein gutes Fundament, was der Rüdiger mit seiner Mannschaft gelegt hat. Und also, liebe Barbara, morgen früh 8.05 Uhr, da heißt das im Rathaus abtanzen. Man kann bis 7 Uhr feiern, aber um 8.05 Uhr muss man im Rathaus sein. In diesem Sinne nochmal ganz herzlich willkommen bei uns in der Bürgermeisterrunde. Einen ganz dicken Glückwunsch zu dem sehr guten Wahlergebnis. Und ich freue mich auf eine gute, gedeihliche Zusammenarbeit. Und jetzt spreche ich persönlich. Wir sind ja Nachbarkommune und ich hoffe auch auf ein gedeihliches Miteinander sozusagen an den Stadtgrenzen. Herzlichen Glückwunsch. Also jetzt fange ich mal so an, der Letzte, lieber Henning, lieber Herr Hess, lieber Herr van der Horst, vielen Dank für die Glückwünsche. Zunächst möchte ich mich aber auch wirklich auch bedanken bei Björn Jäger. Das war nicht einfach für uns beide in die letzten zwei Wochen, glaube ich. Wenn das einer nachvollziehen kann, dann bestimmt ein weiterer Kandidat. Herzlichen Dank dafür, dass das ein guter Wahlkampf wird. Ja, ich habe gerade gehört schon, das ist eng beieinander. Es ist eine Teilung zwischen Ortsteilen und Kernstadt. Ich finde, an manchen Ecken hat man es nicht so deutlich gesehen, aber ich glaube, alle, die mich kennen, die wissen, dass ich eher ein verbindender Mensch bin. Das möchte ich in Zukunft auch weiterhin sein und glaube da, dass ich gemeinsam mit Unterstützung von allen, wo ich glaube ich auch die Bereitschaft immer wieder gespürt habe, auch mit mir zu reden, ich spüre also keine Spaltung, dass es Frankenberg auch weiter gut gehen wird, vor allem, wenn ich eine so gute Einführung bekomme von Hess, aber nicht ab morgen, weil es soll jetzt bitte mal auch jeder hören. Tatsächlich, ich habe Anfang des Jahres, als ich noch nicht wusste, dass ich hier kandidiere, mit meinem Mann Urlaubspläne geschmiedet und die haben um einen Tag verlegt, ab morgen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf diese herausfordernde neue Aufgabe. Dankeschön allen. Sicher ist das bitter, aber es war knapp und ich bin dankbar, dass mich so viele gewählt haben, wie mich gewählt haben. Ich hatte so eine starke Unterstützung. Also ich bin sehr, sehr dankbar für die Leistung, die das Team um mich herum gemacht hat. Und ich gratuliere natürlich der Barbara Eckes zum Sieg und hoffe, dass man gleich gut war, dass ich weiterentwickelt so. So, ich bedanke mich bei meinem Team für dieses hervorragende Ergebnis, was ich alleine nie erzählt hätte. Ich bin unfassbar stolz, die erste Bürgermeisterin Frankenbergs, die erste Bürgermeisterin im ganzen Landkreis zu sein. Vielen Dank.